Hallo ihr Lieben, diese Sendung oder besser gesagt diesen Stream möchte ich mit einem Zitat beginnen von einem langjährigen Weggefährten und Fotografenkumpel. Ja, 2 Wochen bin ich jetzt schon wieder hier zurück aus meinem Urlaub, aus der USA-Reise. Urlaub ist etwas übertrieben, wenn man überlegt, ich glaube, wir haben 4000 Meilen in 2,5 Wochen gemacht. Um die 4000 Fotos, zig Videos gedreht, ich habe das noch gar nicht alles ausgewertet. Im Urlaub, in der Reise, im Auslandsaufenthalt ist mir eine Idee gekommen. Und von der möchte ich euch jetzt gerne berichten. Man hat 2,5 Wochen Zeit zur Verfügung und da überlegt man natürlich, boah, wie nutze ich die am optimalsten. Und ich habe da so ein bisschen geplant. Ich habe hier jetzt mal, unschwer zu erkennen, eine Landkarte von den USA mitgebracht. Die Frage war, was schafft man oder was kann man schaffen in 2,5 Wochen? Wie kriegt man die besten Fotospots hin und vor allem, wo sind die? Also, als die Reise oder die Route stand, ist das so ein bisschen wie, was war zuerst, das Huhn oder das Ei? Stand zuerst die Route und dann kamen die Fotospots oder waren da erst die Fotospots und dann kam die Route? Wir sind gelandet und ich male jetzt mal ganz frech hier in der Karte drin rum in L.A. Weil ein Spot, den konnten wir nicht wirklich abarbeiten, hatte was mit Stau zu tun. Von da aus ging es dann die Küste hoch bis. Ich habe jetzt schlau gemalt. Ich halte es jetzt einfach mal in die Kamera. Da kann man mein Werk sehen. Das waren so ungefähr 4000 Meilen. Ja, und die Ausgangsfrage habe ich noch nicht beantwortet. Aber wer sich jetzt wundert, warum ich so glänze, hat folgenden Hintergrund. Gefühlt sind hier 23.000 Grad. Wir haben Luftfeuchtigkeit wie sonst wo. Deswegen, ich muss mal eben ganz kurz in die Maske. Ihr versteht das. Auch wenn es sich besser aussieht, ich fühle mich jetzt erstmal frischer. Trinken ist bei dem warmen Wetter auch natürlich auch sehr wichtig. Prost. Ich habe hier zwei Gimmicks nochmal auf den Tisch gelegt, so als Repräsent für die Reise. Diese Brille habe ich an einer meiner Lieblingsorte gefunden. Und zwar in Rachel, hatte ich gerade schon gezeigt. Eigentlich ist Rachel eine Ansammlung von Blechhütten. Die Einwohner, die dort wohnen, mögen wir verzeihen. Und in dieser Hütte, wo wir gewohnt haben, lag im Nachttisch diese Brille. Wie ihr seht, ist das ein bisschen Alien-Style. Ich habe ja mal Spaß an solchen Gimmicks, aber ich setze jetzt wieder ab, damit der Stream zumindest noch mal halbwegs ernst genommen wird. Dann habe ich hier noch diesen kleinen Kumpel Little Alley Inn, so heißt der Laden, wo wir da auch gewohnt haben, gekauft. Alien Merchandise ist da angesagt. Der kann auch Moves hier mit den Händen machen. Und das Coole ist, wenn man den mal so richtig. Na, warte mal, ich halte den mal so in die Kamera. Der leuchtet im Dunkeln. Finde ich total super. Aber hat jetzt alles nichts mit der eigentlichen Idee gekommen ist oder mit der eigentlichen Idee, die mir gekommen ist. Bevor diese Reise. Die Sau will wieder nicht stehen, warte. Mann, Junge, stell dich mal hin. Auch nicht ganz im Bild, ne? So, da steht er. Wie kam die Route zustande? Oder was war zuerst, das Foto oder die Reise? Im Vorfeld habe ich im Internet, auf Facebook, auf Flickr, auf 500px, wie diese ganzen Seiten heißen, Bilder gesehen, auch mal Bilder gesucht. Oder im Vorfeld sind mir einfach schon Bilder in Büchern, in Zeitschriften, im Fernsehen unter die Lupe gekommen. Spots, die man teilweise kennt, aber manche Spots, die auch unbekannt sind. Im Westen der USA, wo ich gesagt habe, wow, cool. Das möchtest du auch mal machen. Also Recherche angefangen. Manchmal konnte man anhand der Position und der also der Sonnenstellung grob über Google Maps die Spots ausmachen, von wo der Fotograf gearbeitet hat. Bei manchen Spots keine Chance. Es gab da ein Bild, das wurde tja, irgendwo, ich sag mal, im Südwesten von Downtown LA gemacht. In der Morgendämmerung, Gegenlicht. Man hat so die Silhouetten von Downtown gesehen und ich fand das echt klasse. Aber es gab halt mehrere Bereiche, wo das laut Google Maps hätte, von wo aus das hätte gemacht sein können. Street Maps hat auch nicht so wirklich die Hilfe gebracht. Also, was macht man? Man schreibt einfach mal freundlich den Fotografen an und sagt: Hallo, sag mal, kannst du mir verraten, wo dieses Bild gemacht wurde? Ja, was soll ich euch sagen? Spamfilter ist eine Möglichkeit. Keine Lust, kann man sicherlich auch immer sagen. Ich habe auf zwei vergebliche Versuche leider keine Antwort bekommen.
Ist jetzt natürlich wieder ein Schelm, wer Böses denkt. Ich möchte auch überhaupt nichts unterstellen, aber ich fand es halt schade. Und viele Spots habe ich halt mit in mühsamer Kleinarbeit mir zusammengesucht. Ich habe da auch viel Zeit investiert, weil im Vorfeld halt die Punkte schon irgendwie auf Google Maps gespeichert und wenn wir dann da waren, die Punkte angefahren, um teilweise wieder festzustellen, Licht passt nicht, wo lasse ich mein Auto stehen? Manche Gegenden waren gesperrt, so Parkgelände. Da kommt man dann ab einer gewissen Uhrzeit halt wieder rein. Und ich sage mal, im Urlaub hat man nicht unbegrenzt Zeit und das kostet Zeit. Deswegen auch der doppelte Stopp in Las Vegas, in Los Angeles. Und ich habe mir jetzt einfach gedacht, warum soll man, ich sage mal, dieses Lehrgeld, was man mit Zeit hat, für sich behalten, warum einfach nicht das Ganze teilen? So, und das ist eigentlich die Kernaussage von diesem ganzen Gelaber, was ich jetzt hier mache. Ich glaube, wir sehen ein paar ganz coole Bilder in den 200 Wochen in verschiedenen Spots in den USA gelungen. Teilweise wurde ich auf Facebook auch schon gefragt, wo ist denn das gemacht? Klar, LA habe ich erkannt, aber die Stelle, das ist ja echt ganz cool. Und da kam mir eben die Idee, warum nicht teilen? Warum soll man Leute, die auch Spaß am Fotografieren haben, nicht einfach das Leben ein bisschen erleichtern? Und deswegen habe ich mir überlegt, werde ich jetzt so eine kleine Blogreihe hier auf YouTube starten, wo es wirklich um Spots, ich sag mal, im Ausland geht. Ausland natürlich jetzt hier von Deutschland gesprochen. Es wird um die USA gehen. Ich sag mal, LA wird Thema sein. Definitiv San Diego, San Francisco. Vegas weiß ich noch nicht, weil das war nicht so ganz ergiebig. Teneriffa werde ich sicherlich eine Sendung drüber machen. Und ich könnte mir vorstellen, Norwegen oder Finnland, im speziellen Lappland, könnte ich mir auch noch mal vorstellen. Also, das wird dann halt eine Zusammenfassung aus meinem super spannenden Gelaber, eingeblendeten Fotos, die passiert sind oder die entstanden sind, mit Beschreibung, wie man da hinkommt, Geodaten, dass man die auf der Karte findet und vielleicht auch so Hinweise, da kann man nicht parken, seid frühzeitig da, weil sonst findet ihr keinen Parkplatz. Und die Uhrzeit ist das Licht am besten und so weiter und so fort, dass ihr vor Ort einfach Zeit sparen könnt. Das ist der Plan. Ich weiß noch nicht, wann ich die erste Folge umsetze. Ich werde mich bemühen. Ja, würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. So das übliche Daumen hoch. Auf Wiedersehen. Bis bald. Tschüss.